Hallo und herzlich willkommen zurück zum Megaprojekt. Und mit dabei sind der Doc. Moin. Der Guten. Yo. Der Kobold. Mahlzeit. Rocktox. Servus. Und der Randy. Hallöchen. Randy. So, hey, Moment, ich soll ja die Schnauze halten. Ja, du hältst mal das Maul, würde ich gerade sagen. Ja, echt, ey. Die mobben mich ja. Du sagst nicht. Ich stehe hier das Messer in den Rücken. Was mich halt gerade so wundert, Louis, dass die Sämaschine hier kaum Saatgut verbraucht. Ne? Wir haben fast das komplette Feld jetzt fertig und gerade mal 12% Saatgut weg. Ja, das ist ja auch Legen und nicht eine, also es ist eine Einzelkornablage. Alter. Gott, jetzt wird's kompliziert. Ja? Was ist das jetzt wieder? Okay. Der legt ja jeden Korn einzeln und macht nicht einfach so einen Teppich wie bei der Kondor. Ach so. Aber der Xerion ist schon extrem geil. Und der Kobold ist mal wieder geflogen. Jo, ich mag nicht mit euch spielen. Also, ja, okay. Ja, wir sind ja auch voll die fiesen Mobber. Kobold, ja. Meine Frage, auf wie viel Fraps zeigt er die FPS-Zahl an? Auf wie viel FPS spielst du? Hab ich geblockt auf 30. Also, das auf 30. Aber die 30 schaffst du locker, oder? Ja, also, mein lieber Schwan, du. Na gut, ich kenne das System auf 120. Ist, ressourcenlastig. Ja, na gut, seit Patch 2.0 nicht mehr ganz so, weil ja dann auch Multicore unterstützt wird. Aber wieso wirst du laufen gekickt? Das habe ich noch nie gehabt. Das Spiel Giants ist bei mir. Giants Excel funktioniert nicht mehr und dann war das dann. Achso, okay. Zu viele Mods im Mod-Ordner vielleicht oder sowas? Ihr könnt ja mal wieder ausmisten. Das wundert mich aber ganz ehrlich nicht. Also, ich hatte auch schon ein bisschen Bauchschmerzen in den ganzen neuen Mods und dann, ich habe schon bei ein paar Leuten mitgespielt, da wieder Mods. Dass das zurzeit noch funktioniert, wundert mich echt. Ja, okay. Da kann ich wirklich nur den guten Tipp geben, den der Markus mir gegeben hat. Ich habe 3,5 Gigabyte Mods drauf. Normalerweise ist das kein Thema. Ja, das ist eigentlich egal, die Anzahl der Mods und so. Und vielleicht sind da auch solche Konflikte. Weit über 100. Ja. Und also dann wirklich für jede Map eigentlich einen eigenen Mod-Ordner, wo du dann irgendwie Mods unterstrich, was weiß ich hier, Megaprojekt, Mods unterstrich. Also was du gerade sagst, das Beste ist auch Kobold, probier's einfach mal aus, mach dir einen Ordner, alles was in der Dropbox drin ist an Mods, schmeiß das in den Ordner rein, nenn den Ordner Mods, tu kopieren, überschreiben in dein Dokumente, My Games und dann hast du einfach nur die Mods drin und die du vorher jetzt noch drin hast, den Ordner sicherst du dir halt als Allgemeinordner oder was weiß ich. Ja, ich verstehe schon. Ja. Na? Also das wäre vielleicht mal eine Idee, vielleicht, also wenn es da dran liegt, dann hast auch du irgendeinen Mod drin, der buggt. Ja, aber komischerweise vorher habe ich ja wie gesagt mit meinem anderen Programm aufgenommen und da hatte ich das Problem nicht. Ha. Ach, da hat es nicht. Hoppala. Nee. Wo fahren wir hin, Randy? Wo fahren wir hin? Guck mal, Feld 16 ist jetzt frei, Feld 14 ist frei. Na dann die 16. Wollen wir sehen oder sind die Saatmaschinen gerade durch? Die sind beschäftigt. Dann können wir ja schon mal auf die Nackschen-Dinger düngen, oder? Ja. Ja, okay. Genau. Kobold, ich habe vielleicht eine Idee für dich, was funktionieren könnte. Eine Frage, nur ganz kurz noch. Das Gerät aus und wieder ein. Ja. Nur mal eine ganz kurze Frage. Feld 16, soll Mais angesät werden? Überall Mais, wir machen ja jetzt. Ah, Randy, da können wir uns die Gruppe schnappen. Ja, obwohl, das war ja auch so. Und nochmal auf diese Umfrage zurückzukommen, war ja auch irgendwie so eine Anregung. Ich weiß nicht, ob das mehrere geschrieben hatten, dass wir nicht überall das Gleiche anbauen sollen. Herrlich? Ich weiß nicht, wie das ist mit den Wachstumsphasen. Sind die gleich von allen Fruchtsorten? Ja. Immer 16 Stunden. Können wir auch irgendwie. Mal Mais, Kartoffeln und das Zeug mal. Naja, ich meine, dass Kartoffeln zumindest eine andere Wachstumszeit haben als beispielsweise. Das kann sein wegen dem Kraut, aber die Körnersachen sind alle gleich. Aber Fakt ist doch, wir haben vier Sämaschinen und nutzen immer nur zwei. Ja, genau. Und ich sag mal, wenn wir jetzt noch ein oder zwei Felder dazu bekommen, dann müssen wir so oder so dann alle vier nutzen. Ja, oder wir kaufen halt noch mehr Sämaschinen. Ja, dann haut doch auf das 14er Feld. Was kann man da draufpacken, Schönes? Was wäre als nächstes dran? Wieder Weizen, ne? Ja, dann brauchen wir, die Frage ist jetzt, aufs 14er. Du so langsam hier, aufs 14er, okay. Hey, ich war 16. Also wir grubbern jetzt erstmal das 16er durch und knallen da Mais drauf. Ich so schnell? Wollen ja mal unser Körnermaislager vollkriegen. Ja, genau. Und dann brauchen wir auch Limit, müssen wir wieder die BGAs auffüllen. Nee, bei den Silos gibt es keins. Dann können wir wieder Quaderballen machen, gell, Doc? Genau. Oh yeah! Quaderballen! Och nö, die Rundballen.
Nein, Quader. Ja. Obwohl, das, ich weiß nicht, ob man das jetzt in der letzten Folge eigentlich erzählt. Wir haben auch noch eine Mod reingenommen, da haben wir jetzt aber noch gar nichts gekauft. Diesen Rundballen-Ladewagen. Stimmt, den habe ich vergessen. Noch was zum Server schrotten. Ja. Nee, der soll aber funktionieren. Das, den würde ich aber echt mal gerne sehen, weil der gefällt mir ausnehmend gut. Ich habe den halt beim Randy in der Mod-Vorstellung gesehen. Der Randy sagt jetzt gar nichts mehr dazu, genau. Geht das, Randy? Aber eine sehr schöne... wenn du vorfährst. Nee, warte, fahr du vor, ich ordne mich dann neu ein nach deiner Spur. Sehr schöne Mod, also gefällt mir also sowohl vom optischen her, als auch von der Funktionsweise. Cool. Dieser Usus-Ladewagen. Ja. Genau. Da passt auf jeden Fall. So, ich verschwende jetzt natürlich die Hälfte des Saatguts wieder. Schön. So. Ja, aber so. Einzelkornablage ist ja nicht so teuer. Naja. Aber so sieht doch jetzt mal Arbeitsteilung aus, oder? Ja. Stress nicht. Achso, und dann haben meine Zuschauer gesagt, die sollen mehr in der Innenperspektive fahren. Haha. Das mache ich wieso dauernd? Ich eigentlich selten. Weiß nicht, ich spiele gar nicht so gerne aus. Ah. Nur wenn die Geräte so unübersichtlich sind, dass es nicht anders geht. Aber der Magnum mit Doppelbereifung ist eigentlich auch keine schlechte. Ja, der macht eigentlich auch Spaß. Stimmt. Sieht noch ein bisschen besser aus, finde ich. Bisschen bulliger, ne? Ja. Besser, als sie ein bisschen schneller geht. Ja. Der stellt eigentlich immer auf den Mähdrescher so langsam ein, das ist Wahnsinn. Wie schnell? Weil die optimale Dreschgeschwindigkeit bei 9 km/h liegt. Ja, aber er kann ja 17. Ich kann auch während das ist der aber Fahrt nicht realistisch. Auf der Autobahn aussteigen und die Tür öffnen. Das kann ich. Oh, mach ich's. Ja, aber es funktioniert ja. Meine Freya, haben wir schon wieder Karneval hier. Aber man muss echt sagen, also mit den 12 Meter Grubbern, also das ist schon genial. Ja, es sind 24 Meter Arbeitsbreite. Ja, also wenn man auch hier so zu zweit fährt, das ist schon echt genial. Weil wir ja schon wieder gut Zeit da haben, ich würde gern ein Thema anklingen. Ja. Oh ja, schön, ja. Ein Thema. Ein Thema an. Mein Thema, nee, ein ich Thema. Soll, oh, ich soll entzückt. Ja. Du immer. Du immer. Also Rocky, der hat heute nicht seinen Happy-Pillen genommen. Ja. Ja. Das Thema geht diesmal um dieses, was wir ja schon mal innen gequatscht haben, dieses Multi-Splitting, Multi-Tasting, ich weiß gerade nicht, so, ja. Was nennt. Ja, also ja. Ich nenne es jetzt einfach mal dieses Multi-Splitting-Video schauen. Und zwar, weil aus der Umfrage ja sich teilweise ein bisschen was Widersprüchliches ergeben hat, aber bei vielen steht ja da, es gucken viele aus vielen Perspektiven. Also sprich eher, also es gucken, User A guckt bei Kobold, bei Madlina, bei mir, bei bei Tino und bei Doktor. So. Ja. Das ist ja teilweise ein bisschen schwierig, wenn man da vier Fenster oder viermal Browser aufmachen muss und das alles synchron hinzubekommen. Weil es wäre ja Schwachsinn, viermal 15 Minuten anzugucken. Ja. Ich meine, funktioniert zwar, ist aber halt ein bisschen zeitaufwendig. Da gibt's auf YouTube, ich denke mal, wir müssten dann uns das mal merken, dass wir da das in die Videobeschreibung klatschen. Da gibt es eine Webseite, bei der könnt ihr YouTube-Links eintragen. Also was weiß ich, den YouTube-Link von dem Video jetzt von Kobold, dann den YouTube-Link von mir, den YouTube-Link von Tino und sonst was. Und dann eigentlich nur noch auf, was weiß ich, Start oder irgendwas klicken. Und danach erstellt euch die Seite dementsprechend ein Bild mit vier Split-Screens, oder wie nennt man das? Wer lispelt, wird erst dochen. Das gibt ein Gemetzel. Ich hätte beinahe Bitch-Screams gesagt, das haut ja auch nicht hin. Split-Screen, also, Mann. Ja, Split-Screen. Das ist alles viel da zu ist, oft. Das ist voll, definitiv. Ja, ja. Okay, ansehen, das ist die Hälfte noch nicht weg. Und auf jeden Fall macht euch dann ein Dings auf mit vier Split-Screens, wo ihr dann die ganzen vier Perspektiven mit einmal sehen könnt und alle dementsprechend synchron. Also für alle die, die es da gegebenenfalls interessiert, packen wir mal den Link in die Videobeschreibung und gegebenenfalls machen wir noch ein Tutorial oder ich ein Tutorial dazu, je nachdem. Ja klar, und können wir machen. Können wir machen und da könnt ihr unsere Chaotenbande gleich viermal genießen, ohne irgendwie erheblichen mehr Aufwand.
Genau, also gleich aus vier Perspektiven und vier Let's Player mit einmal angeschaut. In dem oder auch fünf oder auch sechs, das ist warte, relativ Kobold, egal. Warte, ich hab noch 1% drin bei mir. Wie bitte? Da gibt es... Ich hab noch 1% Opala. Bei mir da drin im Tank. Da gibt es kein Limit, ja, meines Erachtens nach. So. Ja, irgendwann werden die Bilder halt dann ein bisschen klein, dass du nichts mehr erkennst, ne? Ja, Randy, jetzt ist die große Preisfrage. Wollen wir, wenn wir noch irgendwo Mais machen, dann müssen wir noch irgendwo grubbern. Wenn nicht, können wir uns die zwei großen Seemaschinen schnappen und erstmal hier... Eigentlich ist alles gegrubbert, ne? Ja, komm, Randy, wir machen Feld 16 fertig. Wir holen die zwei großen Seemaschinen und knallen da jetzt gleich noch hier die Saat in die Erde. Was wollt ihr dann sehen? Moment, wir haben von allen gleich vier drin, oder? Guck mal, lass mal. Wir waren bei Raps dann jetzt wieder weit. Kannst ablernen. Also ablernen. Ja. Ist immer noch null bei mir. Also wir können. Bei mir ist es reingefallen. Ist eigentlich egal, was wir machen. Lol. Ja, Weizen, dann haben wir wieder die alte Fruchtfolge. Okay, dass wir die alte Fruchtfolge einhalten, machen wir Weizen. Richtig. Aber zum Zeitpunkt könnte man vielleicht der liebe der liebe Markus, erklären, was eine Fruchtfolge ist. Markus ist nicht da. Markus ist gerade nicht da. Scheiße, doch Guten. Der liebe Guten, was eine Fruchtfolge ist. So, um den Boden zu schonen, werden wir nicht immer 100 Mal hintereinander Körnermais anbauen. Was war denn das? Ich guck nicht hin. Ich guck nicht hin. Da wird auf Rock geguckt. Ich guck nicht hin. Auf jeden Fall, jetzt lasst Guten reden. Vorbildlich arbeiten. Und das bedeutet, dass wir den Boden schonen und immer abwechselnd verschiedene Sachen anbauen. Und die Reihenfolge ist dann für alle zum Mitschreiben, wenn man auf die Preisliste guckt, Weizen, Gerste, Raps, Körnermais und später werden wir halt Kartoffeln und Rüben mit reinnehmen, wenn wir die dann haben. Also immer die Preisliste hoch und runter, sodass wir immer quasi wie in echt alle 6 Jahre ungefähr dasselbe anbauen, wenn wir alle 6 Fruchtsorten haben. Ja. Jawohl, Applaus, genau. Applaus, richtig. Hat zwar in LS mit dieser Bodengedöns eigentlich keine Auswirkungen, aber wir machen es halt trotzdem. Richtig, ja. Wir wollen ja realistischer spielen. Ja, dann bricht mal wohl dieses Hardcore-Wissen eines Landwirts. Wollte ich noch irgendwas machen, weil wenn ihr jetzt seht, kann man noch irgendwas so tun? Ja, du kannst düngen, das Feld, was wir jetzt ansehen. Ja, okay. Ja, ey, das ist doch groß, der Dünger. Gehört? Was sagst du, Randy? Was sollen wir jetzt hier reinhauen? Weizen. Alles klar. Schön. Wo liegen wir denn zeittechnisch? Zeittechnisch liegen wir schon in der 12. Stunde. Oh. Ach, Gratulation. Ich hab nichts gesagt. Boing. Giants Engine reagiert nicht mehr. Was machst du da eigentlich? So, Leute, falls ihr immer die Überblendung im Video seht, dann, ja, immer dann ist das Spieler bekannt. Ja. Ja, das ist aber dann auch wieder bei dem Splitscreen-Gedöns, ist natürlich auch wieder die Frage, ne? Wie ist das, wenn halt die Videos dann ist es logischerweise nicht mehr synchron, aber was soll man dran ändern? Also ja. Warum habt ihr das eigentlich gegruppert, wenn ihr eh nur Mais anseht? Aber das ist ja wirklich nur der Fall, wenn es mal abkackt, wenn man mal einen Cut machen muss. Wenn ihr Weizen anseht, hätten wir nur Mais macht das grubbern. So, jetzt jump ich bestimmt mit Anlauf in das Haus hier hinten. Ja, dann halt mal schon der S-Taste gedrückt. Ah, gut, es ging noch. Es ging noch, du musst noch. Ja, nee, ich muss warten, so. Ah, das Haus steht echt scheiße, oder? Ja. Teilweise ja, also gerade mit deinem Panzerradius. Ja. Bin auch für einen größeren Panzerradius. Vor allen Dingen. Aber die Einzelkornablage macht sich echt bemerkbar. Ich habe noch 80% hier fast im Tank. Ja, naja, 78 habe ich auch, ja. Mach mal hin, da. Reiß nicht rum, oder bist du auf Befehl? der Stress ohne Grund macht. Cool. Ja, das war mal wieder. So. Da hat aber einer nicht ordentlich gegrubbert. Wer war denn das da hinten? Wo denn? Ja, die gruppert nicht ordentlich. Nee, bei Feld 11. Also, wir haben ordentlich gegrubbert. Also, ich glaub, das zu war zweit. Ich selber. Ah, geil. Aber was mir bei dir eigentlich auffällt, Tino, der ein Xerion. Hat keine Energiesparlampen drin. Da ist er. Verkaufen. Ja. Ab mit damit zum Händler. Das können wir nicht tolerieren. Das ist nicht ökologisch. Ja, vor allen Dingen ist das ja laut EU-Normen und so gar nicht mehr zulässig, ne? Ja, nee, weil wenn ich seine Lichter angucke, die blenden ja wieder wie ein Flutlicht. Ja, das ist Xenon Deluxe, was ich habe. Genau. Xerion braucht ja auch Xenonlicht. Genau. So. Und also der Kobold läuft hier schön im Moonwalk.
Das macht er ganz fein. Die ganze Sache mal ein bisschen von nahen hier. Und jetzt, Kobold, musst du kurz die Michael Jackson Musik einblenden in deinem Video. Hat sich das mit dem Monitor... Ach nee, ja, damit die GEMA das Video sperrt. Genau. Der GEMA nicht, der hängt ja nicht mit der GEMA zusammen, aber... Dann machst du halt nur... Dann machst du nur kurz die Melodie mal an. Jetzt spritzen wir den Kobold mit Düngemittel voll. Gibt doch bestimmt freie Coverversionen oder sowas davon. Du musst einfach nur... und fertig. Mehr ist der Michael Jackson nicht. Genau. Und... I love you. Alt. Das Wort geknutscht. Das und war Rock, aber sehr geknutscht. Ja, jetzt streckst du mir dein Popö raus. Und Rocktox hängt sich auch noch rein. Nee, diesmal nicht. Ja, ich sehe, ihr habt Spaß. Ich muss mich zusammenreißen. Ich bin ja geschimpft worden. Ja, oh. Gaudi macht. Nein, das wäre doch langweilig, wenn du keine Gaudi mehr machen würdest. Ich hatte gerade einen Lag. Naja, das sagst du immer, das sagst du schon seit der ersten Folge. Das wurde auch in der Umfrage auch teilweise schön beschrieben, ist ja alles schön und gut. Ich finde es nur manchmal, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, ich finde es nur manchmal etwas störend, wenn gewisse Let's Player ihre 5 Minuten haben. Ah ja. Ja, das war sehr also schön geschrieben. Haben, also ich hatte nämlich erst 5 Minuten Terrine gelesen, da habe ich überlegt, was will denn der jetzt? Ne? Aber das lag vielleicht daran, dass du kurz vor dem Mittagessen das gelesen hast. Ne? Naja, was das kannst du. Wir hatten doch auch mal, was war das, katholische Kamputagen oder was das war? Ja, ich habe gelesen an Änderungen, wir sollen nicht so viele katholische katholische. Und da habe ich überlegt, habe ich irgendwann mal gegen die katholische Kirche gehetzt? Im Endeffekt war es dann chaotische Karambulagen. Ja. Man kann auch erstmal die Katholen lesen. Das geht natürlich auch. Ja, halt, die sind eh schuld. Die sind eh schuld. Ja, immer, immer. Geht gar nicht anders. Ja, die Katholiken, alle machen die kaputt. Ja. Echt. Ich sag mal, oder, man kann nur ein Gottlob ohne solche Einrichtungen verwenden zu müssen. Also aber Tino, so ein bisschen gerade fahren ist nicht dein Fall, wa? Ja, ich versuche ja gerade Multitasking. Ich hab gerade noch was anderes nebenbei gemacht. Alter Schwede, sieht das aus hier. Ach, Quatsch. Ja. So. Guck mal, der hat schon den besten Schlepper und kriegt da trotzdem. Also, ich. Ah, Rocktox hat's wieder geleckt, hä? Ja. Ich habe ja so eine ganz große Fantasie, so ganz insgeheim. Und wissen. Ja, doch, das willst du gerade wissen, weil vor uns war deine Freundin noch neben dir, möchte nicht Hallo sagen. Jetzt sagst du hast gerade Multitasking und hast noch was anderes zu tun. Ja. Okay. Also entweder pflegst du deine Freundin gerade nebenbei. Ich hab gerade... Entschuldigung, ich hab gerade einen Mund voll. Ah ja. Ja, du! Wie jetzt? Nicht deine Freundin? Moment, aber da ist irgendwas missverstanden. Oh, schon mal was vom Face-Sitting gehört. Alter. Ja, wenn ihr hier. Naja, egal. Ich bin mal am Modest. Er hat seine Stille im Mund. So. Richtig? Ja, genau. Mehr sage ich nicht. Warum stellst du die Sandmaschine jetzt hier rein? Ist mir doch egal. Auf welchem Feld wollen wir da noch Mais machen? Auf dem 10er? Auf welchem Feld? Ich weiß es nicht. Ja, soll jetzt erstmal noch ein Feld gekrubbert werden? Nö, das ist eigentlich alles soweit gekrubbert. Na, warte mal. Ich guck mal kurz auf die Map. Feld 11 ist angesehen. 16 ist. Also 11 und 16 ist fertig. Was ist denn mit Feld 10? Feld 10 ist fertig gegrubbert, da könnte Mais angesät werden. Wer hat denn die Sämaschinen? Die hattest doch du und Doc. Du und Guten. Du und Doc. Also mit du spreche ich ja eh jeden an, von daher du und Doc. Wollen wir das jetzt noch machen? Was lustiges sehen wir auf meinem Kanal, sagen, ich mache mich gerade den geilen. Ja, wir stellen es zumindest schon mal bereit und dann im nächsten Part wechseln wir mal, dass wir beide mal was anderes machen. Der hat eine Feststelllenkung. Na dann, Das hat nicht so funktioniert. Randy, wollen wir Feld 10 hochfahren und Mais ansehen? Das können wir gerne machen. Ich überlege bloß gerade, was die Metapher oder die Symphonie war, den Drescher hier reinzustellen. Keine Ahnung. Ach, war das nicht so genehm? Okay, jetzt funktioniert es nicht mehr, schade. Aber Kobold richtet es gerade. Bei mir sind die Fallen. Wo bist du jetzt lang gefahren, Tino? Hilfe! Feld 10. Feld 10. Also Richtung Feld 11 hoch. Wo wir gedüngt haben. Geht das jetzt nicht mehr? Ich klappe jetzt mal auf hier. Steht ihr hinten am Feld? Zufällig? Ja, ich sehe deine Glühbirnen leuchten hier. Oh, jetzt. So. Aber hast du eine Sandmaschine? Ich steige jetzt aus dem Gerät. Nee, die stehen hier oben. Ich hab keinen Bock mehr. Okay.
Du komm, brauchst nicht bitte abhängen. Nix da. Abhängen. Nein, niemals. Niemals. Genau so steht. Die stehen perfekt so, wie sie stehen. Abhängen. Nix. Raus da. Die stehen perfekt. Raus. Niemals. Raus. Oh Mann, no. Wer hat eigentlich das Güllefass einfach auf die Wiese gestellt? Der Herr Gülle. Ah. Oh, das war ich und das steht nicht auf der Wiese, das steht neben der Halle. Ja, auf einer Wiese. Zwischen einem Baum und einem abgesägten. Aber wolltest du die Wiese noch mähen oder was? Oh, Randy, ja, ich glaube, wir müssen aussteigen. Hoppala, okay. Genau, Hänge. Aus mit euch da. Jetzt bin ich am Überlegen. Nehme ich den ganz dicken? Nee, ich nehme den. Ich mag ja John. Pass auf, der hat eine andere Steuerung als üblich. Also der reagiert schwerer. Ja, okay. Ja, das ist doch mal eine Herausforderung für mich. Gut, das ist nicht der Nacken. Was können wir hier noch machen? Ah, hier müsste noch gedüngt werden auf Feld 11. Darum geht das nicht. Wow! Also Mais soll jetzt hier drauf. Da soll Mais drauf, ja. Warte, bevor du losfährst, Randy. Warte. Ich muss mal ganz kurz... Ja, so, jetzt geht's los. Leider geht's jetzt noch nicht los, denn wir sind schon wieder am Ende des Parts. Oh, dann können wir ja im nächsten Part weitermachen. Dann geht's erst im nächsten Part so richtig. Dann geht's erst wieder... Och, Tox, jetzt fahr doch mal. Wer hat denn jetzt... Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oder wir alle bedanken uns fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht's dann erfolgreich weiter. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag oder Abend. Und tschüss. Und dann funktioniert das Flash auch. Ciao. Tschüss. Ciao, Leute. Ja.